Die EEPK ist die sogenannte erweiterte, ereignisgesteuerte Prozesskette, ein bisschen ein Zungenbrecher. Und diese Erweiterung bezieht sich daraus, dass wir aus unserem ARIS-Haus mehr als nur die Funktionssicht einbauen können. Ja, wir haben, ich skizziere nochmal, das ARIS-Haus mit seinen unterschiedlichen Etagen und Räumen. Der Unterbau, die Leistungssicht, die Funktionssicht, also Leistungsfunktion, Daten, die Organisationssicht als Dach und die Steuerungssicht in der Mitte. Und bislang haben wir ja in der Steuerungssicht in der EPK nur die Einbindung der Funktionssicht betrachtet. Mit der EEPK kommen jetzt auch die anderen Dimensionen ins Spiel und können an einer EPK verankert werden, insbesondere diese organisationale Sicht, das heißt, das Wer bilden wir ab und das Womit bilden wir ab. Die Notationselemente schauen dementsprechend aus. Wir haben für das Wer die sogenannte organisationale Einheit. Wir haben für das Womit zwei Aspekte. Einmal ein Informationsobjekt, also Daten, die wir benötigen, um eine Funktion durchzuführen. Und das Anwendungssystem, also das hat auch wieder einen Informationssystemfokus. Es geht jetzt nicht um Maschinen, könnte man jetzt zwar abbilden, aber von der Definition her geht es um Anwendungssysteme, die Daten verarbeiten. Anwendungssystem ist also ein Programm, das auf irgendeinem Rechner läuft. Das kann man verwenden, das brauchen wir für eine bestimmte Funktion und in einem konkreten Prozess brauchen wir dann bestimmte Daten und die können wir mit den Informationsobjekten definieren. Dazu kommen zwei neue Arten von Beziehungen. Vorher haben wir nur diese Kausalbeziehungen, die immer zwischen Funktionen und Ereignissen verwendet werden, gehabt. Jetzt bilden wir zusätzlich auch noch den Datenfluss ab. Der schaut gleich aus von der Darstellung her, der Pfeil wie vorhin in der reinen EPK, wird aber eben zu diesen Informationsobjekten hinzugefügt und die Zuordnung, das ist einfach nur eine Verbindung, die verwenden wir für das Anhängen der organisationalen Einheit und des Anwendungssystems an eine Funktion. Und das ist jetzt auch schon genau der wesentliche Punkt. Wie wird das verwendet? Das sehen wir am besten im Beispiel. Verwendet wird es, indem man an die Funktionen Zusatzinformationen anhängt. Die Ereignisse bleiben für sich stehen. Für die Funktionen können wir aber jetzt definieren, wer zuständig ist und welche Anwendungssysteme bzw. Daten wir benötigen. Wir haben also diesem Antragsprüfungsprozess jetzt einmal eine Sachbearbeiterin oder einen Sachbearbeiter zugewiesen, wissen also jetzt, wer da zuständig ist und sehen, dass für die Bestätigung und Ablehnung, die wir weiter unten haben, nicht mehr die Sachbearbeiterin zuständig ist, sondern der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin. Haben also jetzt wirklich Zusatzinformationen in dem Sinne, dass wir jetzt sehen, dass da dazwischen offensichtlich irgendwo zu einer Informationsübergabe kommen muss, weil unterschiedliche Personen im Prozess involviert sind. Diese Informationsübergabe, die Daten, die wir brauchen, die definieren wir mit Hilfe dieser Informationsobjekte. Das heißt, wir brauchen zur Antragsprüfung einen Antrag. Rauskommen als Ergebnis kommt die Beurteilung, also wir haben hier einen ausgehenden Datenfluss und hier einen eingehenden Datenfluss und diese Beurteilung brauchen wir dann, wenn der Antrag abgelehnt wird. Wenn er bestätigt wird, brauchen wir keine Begründung, dann wird er einfach freigegeben. Bei der Antragsablehnung wird diese Beurteilung hinzugefügt und dann die Ablehnung formuliert. Wenn wir die Bestätigung haben, ist es nicht wichtig, was denn die Beurteilung ausgesagt hat, dann verwenden. Sagen wir nur, okay, approved und die Investition kann getätigt werden. Man sieht also, in der EEPK hat man um einiges mehr an Informationen. Die Darstellung wird aber auch um einiges komplexer, vor allem wenn ein und dieselbe Person oder Organisationseinheit an unterschiedlichen Stellen im Prozess involviert ist. Da ist es dann auch zulässig, diese Elemente zu duplizieren, das heißt die Sachbearbeiterin mehrfach im Prozess anzubringen, sodass nicht die Pfeile quer durch die Gegend laufen. Bei Abteilungsleiter wäre es zum Beispiel hier eine Möglichkeit, wo hier zwei ausgehende Verbindungen sind. Man könnte es auch duplizieren und die Abteilungsleiterin den Abteilungsleiter bei Antrag ablehnen separat nochmal dazu modellieren.
Die Herausforderung ist also, so eine EEPK übersichtlich zu formulieren. An Bausteinen, die wir abbilden möchten in einem Geschäftsprozess, haben wir hier aber schon im Wesentlichen alles drinnen. Die Leistungssicht ist jetzt hier nicht mitmodelliert, die nutzt man auch relativ selten in der Praxis. Auch dazu gäbe es aber im Standard Notationselemente, um die mit anzubringen, also was die Leistungserbringung im Prozess, um abzubilden, was die Leistungserbringung im Prozess ist oder auch was die Zielsetzung ist, auch dafür gibt es Elemente. Wir bleiben aber an dieser Stelle jetzt einmal beim Wer und beim Womit und haben hier also die organisationale Einheit, das Informationsobjekt und das Anwendungssystem, das an dieser Stelle nicht zum Einsatz kommt. Zur Einordnung der EPK in diese Prozessmodellierungssprachenlandschaft ist zu sagen, dass wir mit zumindest EEPKs, aber auch schon EPKs an sich, mächtiger sind als Flowcharts. Das heißt, dass wir ausdrucksstärker sind, dass wir Parallelisierung abbilden können, allein schon in der EPK, in der EEPK dann vor allem auch das Wer und das Womit abbilden können. Die größte Schwäche in der Praxis ist die Komplexität der Darstellung, weil wir diese Einschränkung haben, dass sich Funktionen und Ereignisse immer abwechseln müssen. Das führt dazu, dass die Prozessmodelle sehr lang sind und dass es manchmal auch schwer fällt, inhaltlich was dem Prozess was Neues hinzuzufügen. Wenn man immer wieder sagt, also eine Funktion formuliert und dann das Ereignis, das kennzeichnet, dass diese Funktion abgeschlossen ist. Ja, da steht dann oft Antrag prüfen, Antrag geprüft. Budget freigegeben. Das wäre so eine klassische Abfolge von sogenannten Trivialereignissen, die inhaltlich wenig Informationsgewinn bis gar keinen Informationsgewinn bringen und die EEPKs oder EPKs so mühsam zu lesen machen. Das ist, habe ich vorhin schon mal erwähnt, erkannt worden und wird eben in moderneren Modellierungssprachen auch nicht mehr forciert. Dort werden Ereignisse nur noch dort eingesetzt, wo sie inhaltlich notwendig sind und ansonsten können Funktionen direkt aufeinander folgen. Der Vorteil dieses Zugangs war es, dass einzelne Aktivitäten ganz klar voneinander abgegrenzt sind, was dabei hilft, Prozessmodelle zum Beispiel zu simulieren, also mit mathematischen Modellen zu hinterlegen und dann rein ohne konkrete Ausführung zum Beispiel schon auf Bottlenecks im Prozess zu schließen, auf Probleme, die in der Praxis auftreten könnten. Ja, das sind tatsächlich EPKs und die ARIS Suite, wo das programmtechnisch informationssystemmäßig umgesetzt wurde, sehr mächtig in der Praxis, gerade zur Modellierung und Modellerhebung und für die praktische Anleitung von Arbeitsprozessen in Organisationen, haben sich aber modernere Modellierungssprachen durchgesetzt, die eben diese Einschränkung oder dieses Constraint, diese Forcierung der Funktionsmodellierung, der Ereignismodellierung, nicht mit sich bringen.